Von Freitagabend bis Pfingstmontagabend ist der Bahnübergang in Zeisig voll gesperrt. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten, informiert das Hoyerswerder Straßenverkehrsamt. Montagabend 18 Uhr wird dann die Sperrung stadtauswärts aufgehoben. In der Gegenrichtung nach Hoyerswerda bleibt der Übergang bis Mittwochabend 18 Uhr dicht. Der Lkw-Verkehr wird über Wittichenau und Dörgenhausen umgeleitet. Pkw können den kleinen Bahnübergang am Schmiedeweg benutzen.